Hallo YouTube und herzlich willkommen hier auf dem Kanal von FIFA United zu einem neuen Video hier auf dem Kanal. Und ja Leute, heute findet der erste FIFA 19 Squad Builder statt oder die ersten drei Squad Builder. Wir machen es wie damals, als ich es zu FIFA 16 glaube ich schon mal gemacht habe, wo ich auch, ich glaube, angefangen habe mit drei Sheep NLWs. Ja, also, oder habe ich damals, ja doch, aber damals habe ich die anders gemacht, da hatte ich noch Silberspieler mit eingebaut und Non-Rare viel und halt wirklich extrem low von dem Ding her. Heute sind sie ein bisschen stärker oder an sich einfach stark, würde ich sagen, also ich finde die mega nice. Waren halt meine ersten drei Teams, die ich gemacht habe, so spontan. Gestern Abend kam ja schon die Datenbank raus, oder gestern am Tage. Und, ja, das sind heute drei schöne Teams rausgekommen. Ich würde sagen, wir starten direkt mal rein mit den ersten, ja, Spieler direkt. Und da haben wir im Tor den guten Herrn Watzlik von FC Sevilla natürlich. Ist ein Rare Keeper, 78er mit soliden Werten, ist 1,88 groß, also jetzt auch ein einigermaßen großer Keeper in dem Sinne. Man weiß halt nicht, wie werden die Keeper performen. Hat der Fußball, hat er keinen? Wird der Fußball richtig sein? Man weiß es noch nicht. Wir werden es sehen, man muss halt immer da selber ausprobieren oder halt ein bisschen spekulieren, ob die Keeper gut sein könnten oder nicht. Ist halt so ein Griff ins Blaue in dem Sinne. Wird man sehen, ich würde sagen, wir machen weiter mit dem Linksverteidiger direkt mal. Und da haben wir den guten Herrn Juncker mit, ja, ich würde sagen, ganz soliden Werten. Also 79 Tempo, der Name ist gerade übelst verschwommen und das sehe ich gerade erstmal, wenn ich das soweit hier rausgezoomt habe. Ich hoffe, das ist nicht ganz so schlimm. Auf jeden Fall Juncker am Start, der ist 1,75 groß, ist okay für einen Außenverteidiger. High-Medium-Workrate, also ein bisschen offensiver in dem Sinne. Hat jetzt für die Offensive auch nicht die krankesten Werte, muss man sagen. 66 Passen sind okay. 45 Schuss ist da eher meh. Also halt nicht so gebrauchen für vorne. Aber durch das Dribbling mit 70 und durch den 66er Passwert kann man schon ein paar Flanken schlagen und so. Also das geht auf jeden Fall. Von daher eine solide Linksverteidiger-Karte, der auch angenehm schnell ist mit 79 Tempo, 71 Defending sind auch gut und 78 Füße sind auch nice, dazu ist er noch rare. Sieht dann auch immer noch mal besser aus. Drei Sterne Skills, drei Sterne Weak Foot sind auch okay für einen Außenverteidiger. Also sind dann ganz angenehmer oder angenehmer an sich als zwei Sterne Skills. Das ist halt immer noch mal ein nices Zusatzattribut in dem Sinne. In der Innenverteidigung haben wir dann einen ehemaligen Stuttgarter und der Name, ja, ich kann diesen Buchstaben halt nicht eingeben, ne? Hier, machen wir mal hier mal ein Strongling aktiv für Watzlik im Tor. Wäre schön, wenn ein Arena kommt hier. Danke dafür. Wo ist er? Da ist er, der gute Herr Simon Kjær, der ja mal in der Bundesliga gespielt hat. Wie gesagt, ich glaube, bei Wolfsburg war er. War der auch bei Stuttgart? Ich weiß es gerade gar nicht. Aber egal, der ist auf jeden Fall schön groß mit 1,89. Low-High-Arbeitsraten, das heißt schön hinten gebunden. Ja, Skillstände, 2 Sterne Skills, 3 Sterne Weakfoot ist nicht so wichtig beim Innenverteidiger. Hat solide Werte, wie ich finde. Der ist, wie gesagt, 1,89 groß, dazu 61 Tempo. Das ist voll angenehm, würde ich sagen. Geht halt für ein Starter-Team oder halt an sich einfach klar. Er ist halt groß und dafür halt ein bisschen langsamer in dem Sinne. Aber 61 Tempo ist meines Erachtens noch hinnehmbar für ein IV. Ansonsten 78 Def, 76 Füße sind auch gut. Sogar ein 64er Passspiel, was auch okay ist für einen Innenverteidiger auf seinem Rating-Level. Also ich finde es auf jeden Fall in Ordnung, fast genauso guten Passwert wie der Linksverteidiger, von daher finde ich das immer noch ganz solide da. Ist halt auch Non-Rare, also wird auch gar nichts kosten am Anfang, von daher kann man das, denke ich, mal ganz gut machen. Daneben haben wir gleich mal wieder einen Rare-Spieler aus der Calcio A und das ist der gute, Vorname weiß ich gerade nicht, Caldara. Der ist ja von Juve jetzt zu AC Mailand gewechselt und wird eine 80er Karte bekommen, hat auch wieder ganz nice Werte. Der ist ebenfalls mit 1,87 angenehm groß, hat Medium-High-Arbeitsraten, ist also auch perfekt für einen IV. Zwei Sterne Skills, drei Sterne Weakfoot, jetzt nicht so relevant, wie gesagt, beim Innenverteidiger, aber ansonsten auch die Werte richtig nice. Mit 67 Tempo ist er schön schnell und halt, wie gesagt, auch schon groß. Und ansonsten 63 Dribbling, geht auch voll klar für ein IV. Gut, Passspiel und Schuss sind halt nicht so nice, aber ist halt für einen Innenverteidiger eh nicht so wichtig. Ansonsten 83 Def ist ein richtig nicer Wert für eine 80er IV-Karte und 75 Physis. Da muss man halt gucken, man weiß nicht, ob er teuer wird, das kann man vorher schlecht einschätzen. Er ist halt relativ low-rated, mit 80 ist das jetzt nicht so hoch, aber halt auch nicht so niedrig. Ist halt so ein Mittelding, wird rare sein und Calcio A wird dieses Jahr, denke ich mal, relativ beliebt sein. Aber ich denke, der wird nicht sonderlich viel kosten. Von daher kann man das, denke ich mal, ganz gut machen. Auf der Rechtsverteidigerposition gehen wir dann in die Bundesliga und da haben wir den guten Daniel Caligiuri, der zum Glück, kann man sagen, eine Rechtsverteidigerkarte dieses Jahr bekommen wird, weil damit hat man in der Bundesliga noch einen weiteren nicen Rechtsverteidiger und zum einen. Und zum anderen finde ich seine Werte als Rechtsverteidiger auch angenehmer als Flügelspieler. Also ich würde ihn eher als Rechtsverteidiger spielen als
wenn er jetzt auf dem Flügel gewesen wäre, hätte ich ihn nicht eingebaut. Sagen wir mal so. Weil dafür finde ich die Werte einfach nicht so herausstechend. Hat, ja, ist 1,82 groß zunächst einmal, das ist auch ganz nice, mal für einen Außenverteidiger, wenn er über 1,80 ist und trotzdem noch angenehm schnell ist mit 78 Tempo, das reicht vollkommen aus in der Kombi, würde ich behaupten. Ansonsten hat er Medium-Medium Arbeitsraten, ist auch in Ordnung, kann man, denke ich, mal machen. Der ist halt auch noch einer, den man besser ins Offensivspiel mit einbinden könnte, jetzt als zum Beispiel Juncker. Von daher wären hier vielleicht sogar High nach vorne ganz in Ordnung gewesen, aber Medium-Medium geht auch, wie ich finde, noch voll klar. 3 Sterne Skills, 4 Sterne Weakfoot ist auch vollkommen solide. 3 Sterne Skills reichen auf dem Rechtsverteidiger theoretisch. Ich meine, 4 wären auch nice, aber 3 Sterne sind vollkommen ausreichend. 4 Sterne Weakfoot ist dann auch nochmal ein nices Attribut, was man dazu nehmen kann. Ansonsten alle Werte über 70. Richtig sickes Set, wie gesagt, geiles Passspiel mit 78. Der Schusswert ist für einen Rechtsverteidiger sehr gut mit 67. 76. Ansonsten 80 Dribbling, auch mega nice. 71 Defending reicht, denke ich mal, aus. 75 Füße sind auch nice Stats hier an der Stelle. Also, das ist eine richtig geile Rechtsverteidigerkarte aus der Bundesliga. Und halt mit dem mit der italienischen Nation auch nice zu linken, würde ich behaupten. Dann gehen wir jetzt auf den linken Stat-M wieder in die Bundesliga. Oder bleiben in der Bundesliga. Und dann haben wir den Neuzugang von Borussia Dortmund. Und zwar Thomas Delaney. Und der ist angenehm groß mit 1,82, reicht das, denke ich mal, aus fürs ZM. Hat High Work Rates, also so ein Arbeitstier, hat auch die Stats, um nach vorne und nach hinten mitzuarbeiten. Alle Werte über 70 und auch eine gute Physis am Start, unter anderem 3 Sterne Skills, 4 Sterne Weakfoot auch wieder. Ist auch vollkommen in Ordnung für einen Achter, der auch mehr defensiv arbeiten soll als vorne. Wird man auch sehen, er ist halt der defensivere Part in diesem ZM oder in diesem Mittelfeld an sich. Und ich denke, das kann er auch ganz gut bekleiden. Wie gesagt, er ist halt nur 1,82, wenn man so will. Aber ich finde, das reicht vollkommen aus. Wir haben halt leider keinen größeren im Mittelfeld, der defensiv arbeiten soll. Aber ich finde, das reicht für mich persönlich. Da habe ich gesagt, es würde mir reichen. Und deswegen habe ich das so gemacht. Delaney, ein richtig nicer Allrounder im Mittelfeld, der sogar noch besser defensiv arbeiten kann als offensiv. Mit einer geilen Physis auch am Start mit 83. Und sieht nach einer mega starken Karte aus, wie ich finde. Auf der rechten ZM-Seite haben wir einen, wo ich gerade eben sogar gesehen habe, dass der Forster Skills haben wird. Und das ist der gute, Vorname weiß ich nicht, Bertolacci, der auch wieder ein richtig nicer Allrounder ist. Zunächst einmal fast alle Werte über 70. Nur Schuss hat ihm einen Ratingpunkt leider gefehlt. Aber ansonsten 78 Dribbling, 71 Tempo, 96 Schuss, ja moin. 69 Schuss, 70 Def, 76 passen und 70 Physis, Leute. Wie gesagt, kompletter Allrounder wieder mal. Ist halt sogar ein bisschen mehr defensiv, wenn man so will. Aber Schuss, er hatte trotzdem einen guten Schuss. So einen richtig geilen Passwert, muss man sagen. Und wie schon gesagt, er hat Forster Skills und 3 Sterne Weakfoot. Das habe ich eben erst ganz spontan gesehen. Er ist halt nicht so groß mit 1,78. Hat aber Medium-Medium Arbeitsraten. Ist also vollkommen ausreichend. Als, ja, so Allrounder im Mittelfeld, der beides machen soll, vorne und hinten zu arbeiten. Ich denke, das passt. Und hat, wie gesagt, auch durch die Forster Skills noch ein nices Attribut. Dann kommen wir zu dem Spieler, um den ich das Team im Endeffekt gebaut habe am Anfang. Und das ist der gute Maximilian Philipp. Find's halt schade, dass der Non-Rare ist. Dadurch sieht er halt noch ein bisschen unattraktiver aus, um ihn zu benutzen. Aber der hat dieses Jahr Forster Skills. Forster Weakfoot ist 1,83 groß, Medium-Medium Arbeitsraten. Hat extrem geile Werte mit 81 Pace, 82 Dribbling, 80 Schuss, 71 Passen, 65 Physis. Das sind mega geile Sets, Leute. Könnte man als Mittelstürmer nehmen, als ZOM, wie ich es hier gemacht habe, oder als Stürmer. Ist scheißegal. Der hat auf jeder Posi von den dreien richtig sicke Stats, um da zu arbeiten. Forster Skills. Ein richtig geiles Attribut, was er dazu bekommen hat. Forster Weakfoot, weiß ich gar nicht, ob er das im letzten FIFA schon hatte. Ist auf jeden Fall auch mega nice. Und die Werte, wie gesagt, einfach nur krank. Ich denke, ich werde ihn auch in mein Sheep-Fitness-Team mit einbauen, weil der ist einfach so geil. Vielleicht wird das sogar mein Sheep-Fitness-Team, muss ich mal gucken. Aber die Werte sind einfach krank, deswegen wollte ich ihn unbedingt mit einbauen. Und ich finde, der ist ein richtig geiler ZOM. Dann haben wir den guten Herrn Pione, heißt er, glaube ich, mit Vorname Sisto, der auch ein richtig nicer linker Flügel ist mit 81 Tempo, 82 Dribbling, 75 Schuss, 72 Passen und 67 Physis. Sind das für eine 78er linker Flügelkarte richtig nice Stats, wie ich finde. Der Schusswert und der Passwert sind extrem gut für das Rating. Tempo geht klar mit 81, kann man natürlich auch sagen, man will einen schnelleren haben mit über 85 oder so, ich finde, das reicht. Vollkommen aus. Also, das reicht auf jeden Fall. 82 Dribbling sind auch mega nice. Der Typ hat Forster Skills, Forster Weakfoot
High-Medium-Arbeitsraten sind auch, nee, doch, High-Medium-Arbeitsraten hat er, sind auch mega nice und ist ein richtig geiler linker Flügel und ich würde sagen, das kann man auf jeden Fall sehr gut benutzen. Dann haben wir einen weiteren Spieler, bei dem ich gerade ganz spontan gesehen habe, dass der gute Herr Forster Skills haben wird, was auch ein richtig nices Attribut ist, Leute. Forster Skills, 3 Sterne Weak Foot, High-Medium Work Rates ist 1,81 groß, also vollkommen solide für einen Stürmer. 83 Tempo, 78 Dribbling. 81 Schuss, 75 Passen und 75 Physis, Leute. Das sind extrem geile Werte für einen Stürmer. Und der gute Herr Alessandro Player ist leider non-rare. Kleiner Reim an der Stelle. Ansonsten wäre der so eine kranke Karte. Ich denke, der wird auch, natürlich als non-rare Karte spielt er genauso gut, wie wenn er rare wäre. Das sollte, denke ich mal, klar sein. Aber der sieht halt dann immer noch ein bisschen schlechter aus oder unattraktiver aus, weil non-rare halt meistens nicht so schön aussieht wie rare, wenn man es mal so simpel sagen möchte. Aber das sind trotzdem geile Stats. Wird durch die non-rare Karte halt auch billiger werden, logischerweise. Und deswegen würde ich sagen, ist das eine richtig nice Karte für ihn. Auf dem rechten Flügel haben wir dann den guten Ibrahima Traoré. Den habe ich genommen, weil der unter anderem Forster Skills hat und leider nur 2 Sterne Weakfoot, muss man sagen. Ansonsten High Work Rates sind jetzt auch nicht das Geilste. Man könnte auch zum Beispiel einen Patrick Herrmann nehmen. Wäre jetzt egal in dem Sinne, dann wäre es auch NRW. Man verschwendet aber eine Nation und ich finde, Traoré sieht nochmal einen Ticken stärker aus, allein durch die Forster Skills. Gut, High Work Rates muss man gucken. Ich denke, das kann man trotzdem gut kompensieren auf dem rechten Flügel. Aber 85 Tempo, 84 Dribbling, 71 Schuss und 77 Passen sind richtig sicke Stats für eine 79er Non-Rare-Karte auf dem rechten Flügel. Ich finde es eigentlich auch komisch, dass der Non-Rare ist mit diesen Werten, weil der sieht eigentlich richtig sick aus für dieses Rating und trotzdem Non-Rare zu sein, na, ist ja egal, dadurch wird er halt nur nochmal billiger, würde ich sagen. Und ich finde, das ist ein richtig geiles Team, ein richtig geiles Starter-Squad, wird nicht sonderlich teuer werden. Ich denke, der teuerste würde hier Caldara sein, würde ich fast behaupten. Vielleicht auch Caligiuri als Außenverteidiger, aber ich denke eher Caldara. Und der Rest wird, denke ich mal, relativ cheap sein. Ich kann jetzt nicht so eine genaue Price-Prediction abgeben, aber ich denke, das sollte vollkommen in Ordnung sein für ein Starter-Team. Und das sieht einfach nach einem mega geilen Squad aus, Leute. So Leute, und das zweite Squad heute wird in der 4-3-1-2-Formation sein. Ich versuche jetzt ein bisschen schneller durchzugehen, ist halt ein bisschen schade, weil ich da nicht so genau drauf eingehen kann, warum ich wen genommen habe, aber ich will das Video auch nicht so lang werden lassen, weil dann guckt es sich keiner bis zum Ende an. Fangen wir an mit dem Keeper, da haben wir Roman Bürki, da muss ich aber dazu sagen, da kann man im Prinzip jeden Bundesliga-Keeper nehmen, der halt kein Strongling zu den E-Force hat oder kein Strongling zu den E-Force hat oder halt einen französischen Keeper. Wenn man halt auf NRW achten möchte natürlich, ansonsten kann man da, denke ich mal, auch einen Keeper nehmen, der Strongling zu den E-Force hat. Ich will halt noch NRWs bauen, habe jetzt hier extra so drauf geachtet, dass es NRW ist, logischerweise. Und der erste IV wird, der gute Herr Upamecano und der zweite mache ich gleich mal hinterher, weil es im Prinzip fast die gleiche Karte, wenn man so will, von den Werten her. Der gute Herr Mukiele. Ein so geiles IV-Duo, Leute, und das für ein Starter-Team mit den Low, also mit so lowen Ratings halt einfach. Der eine ist 76, der andere 77. Beide haben an die 80 Pace als IVs, über 60 Dribbling als Innenverteidiger ist auch mega nice. Ein solides Defending für das Rating und eine geile Physis. Also Upamecano hat mit 79 Tempo, 74 Defending und 80 Physis richtig sick aufgestellt. 62 Dribbling geht auch noch klar für ein IV. Ansonsten Mukiele war, glaube ich, im letzten FIFA Außenverteidiger. Das sieht man so ein bisschen an der Karte. Der gute Herr ist mit 81 Tempo sehr gut dabei. 69 Dribbling, 77 Defending, 75 Physis und 65 Passspiel, Leute. Für so ein lowes Rating ist das eine mega geile IV-Karte und wird bestimmt einer der mit häufigst benutzten Perfect Links zum Anfang von FIFA sein, wie ich finde. Oder wie ich denke. Weil das sind einfach zwei so mega geile Karten, Leute. Guckt euch die doch mal an. Die sind einfach nur sick. Ein richtig geiler Perfect Link, der, denke ich mal, auch nicht allzu teuer wird, weil die Ratings halt sehr low sind. Ansonsten, ja, sind beide auch schön groß, mit beide 1,85 groß. Der eine hat High Work Rates, Mukiele nämlich. Das ist nicht so nice, aber ich denke, das kann man als IV auch ganz gut kompensieren. Vor allem Upamecano hat Medium, das geht auch voll klar. Sind einfach so ein geiles Innenverteidiger-Duo, Leute. Würde ich sagen, kann man auf jeden Fall benutzen. Der Linksverteidiger wird der gute Herr Vangioni sein. Der ist einfach, ja, eine solide Non-Rare-Karte mit 83 Tempo, 72 Dribbling, 63 Schuss und 69 Passen, 72 Defending und 75 Physis. Kann der als Linksverteidiger eigentlich fast alles. Der kann solide schießen, solide passen.
dribbeln und defenden kann er auch. Hat eine gute Physis und ein angenehmes Tempo, wie ich finde. Ist für eine 75er Non-Rare-Karte von den Werten her sehr gut aufgestellt. Und ich denke, der wird auch sonderlich billig sein, weil der wird Abschlusspreis sein. Da sind wir ehrlich. Ist halt keine Liga, die man häufig benutzt. Und deswegen wird der nicht sonderlich teuer sein. Als Rechtsverteidiger haben wir einen Non-Rare. Und das ist der gute Ignacio Abate. Der hat ja auch über die letzten Jahre ganz schön am Pace abgebaut. Hat trotzdem noch einen soliden Pace-Wert mit 81. Ansonsten auch mega geile Stats mit 77 Dribbling, 76 Defending, 72 Passen und 72 Physis. Außerdem, Leute, der wird 4-Star Skills haben, was auch nochmal mega nice ist. High-Medium Work Rates. Vanjioni hat übrigens High-High, ist auch okay für einen Außenverteidiger. High-Medium bei Abate sind auch mega nice, weil der auch viel nach vorne kann. Hat einen geilen Passwert, eine geile Physis, ein geiles Defending. Er hat eigentlich richtig sicke Stats für einen 78er Non-Rare-Rechtsverteidiger, Leute. Wie gesagt, auch die 4-Star Skills, sick as hell. Dann gehen wir in die Zentrale und da haben wir in der Mitte den guten Herrn Bakayoko, nicht Bako, Bakayoko, der, denke ich mal, am Anfang jetzt auch nicht so teuer sein wird. Der hat halt ein bisschen abgebaut, was die Werte angeht, hat aber immer noch solide Stats mit 68 Tempo, 74 Dribbling, 48 Schuss sind halt nicht so geil, aber der soll halt in der Defensive abräumen und dazu muss er nicht schießen können. Ansonsten 78 Defending, 69 Passen und 82 Physis. Ich finde, die Werte gehen voll klar für einen Abräumer. Der kann ein bisschen passen, mit 69 geht das voll in Ordnung. Mit einem Campstyle kann man es über 70 pushen. 74 Dribbling, 78 Defending und 82 Physis sind auch sicke Stats. Er ist halt mit 68 Tempo nicht so schnell, aber wie gesagt, er soll halt nur hinten abräumen, ist 1,89 groß, kann Kopfballduelle, Körperduelle, etc. gewinnen, 3 Sterne Skills, 3 Sterne Weakfoot, so das Minimum, die Minimumanforderung sozusagen. Von daher ein richtig geiler Achter, der, denke ich mal, nicht so teuer sein wird, weil, wie gesagt, er hat im Vergleich zum letzten Jahr von den Werten ja ganz schön abgebaut. Als rechten ZM haben wir seinen Strongling, genauso wie den Strongling für den guten Ignacio Abate, und das ist der gute Herr Kessi, von dem ich jetzt leider den Vornamen nicht weiß. Ist aber nicht so wichtig. Der ist 1,83 groß, high Work Rates, 3 Sterne Skills, 4 Sterne Weak Foot. Ist ein Allrounder, der einfach alles kann. Der kann schießen, der kann passen. Der hat eine mega geile Physis mit 78 Defending. Und der Tempo und Dribbling geht auch voll in Ordnung, Leute. Der kann einfach alles, ist ein Allrounder mit sehr viel Physis. Und, denke ich mal, ein Arbeitstier im Mittelfeld. Als linken ZM, an sich die linke Seite, ist mir sehr spontan aufgefallen und ich fand die mega nice, Leute, haben wir den guten Herrn Pizarro, der nur 1,73 groß ist, High-Medium-Workrace hat, 3 Sterne Skills, 4 Sterne Weakfoot, aber der kann auch im Prinzip fast alles im Mittelfeld. Der ist mit 82 Tempo sehr gut aufgestellt, 78 Dribbling, 70 Schuss, 74 Passen, also nach vorne hin kann er wirklich viel reißen, aber auch 64 Defending ist voll in Ordnung für einen Achter. Vor allem, wenn daneben noch Spieler wie Bakayoko und Kessi stehen. Und 72 Füße sind auch sicke Stats, Leute. Also ich finde, das ist ein mega geiler ZM und der wird halt auch gar nichts kosten zum Anfang, weil wer spielt Spieler aus der Liga Bancomer? Beziehungsweise wer kommt aus solchen Spielern? Ich habe den entdeckt, ich finde den richtig sick. Ich habe den bis jetzt noch in keinem Starter-Squad gesehen. An sich diese linke Seite habe ich bis jetzt noch nirgendwo in einem Squad-Bilder gesehen und die sieht mega geil aus, wie ich finde. Und die wird halt auch nicht viel kosten. Kommen wir dann zum wahrscheinlich mit teuersten Spieler mit Bakayoko in diesem Team. Und das wird der gute Herr Wissam Ben Yedder sein. Ist jedes Jahr eine kranke Karte bis jetzt gewesen. Die letzten 3-4 Jahre immer nice. Und der, ja, wird halt auch, denke ich mal, nicht so viel kosten. Ich denke, der wird schon ein bisschen was kosten, aber so viel, denke ich mal, nicht. Mit 85 Tempo, 84 Dribbling, 78 Schuss, 74 Passen, 61 Physis, 4-Star Skills, 5-Star Weakfoot, High Work Rates. Ist das ein mega geiler 10er, Leute. Ich würde ihn halt nicht im Sturm spielen wollen, weil er mir dazu zu klein und zu physisch schwach ist. Und, na gut, der physisch schwach, aber ich finde ihn halt einfach nicht gut für einen Sturm, muss ich ganz ehrlich sagen. Auf jeden Fall nicht für einen Einzelsturm. Doppelsturm hätte ich ihn vielleicht sogar ausprobiert, aber hier würde ich ihn viel lieber als 10er spielen, auch aufgrund der Arbeitsraten von High, Leute. Da finde ich es als 10er viel angenehmer als als Stürmer. So eine Arbeitsraten. Von daher habe ich ihn auch in den ZOM gestellt. Wird ein nicer 10er sein, hat dafür die perfekten Werte, wie ich finde. Und der kann einfach auch aus der Distanz einfach mal raufhalten. Auch mit einem schwachen Fuß, der 5-Star Weakfoot hat. Also ist es im Prinzip kein schwacher Fuß, aber ihr wisst, wie ich das meine, denke ich mal. Dann haben wir als rechten Stürmer den guten Luis Muriel, der auch wieder richtig nice Werte bekommen hat. Der wird vielleicht auch am Anfang noch ein bisschen was kosten. Ich denke mal, der wird aber nicht so teuer sein. 88 Tempo, 83 Dribbling, 75 Schuss, 68 Passen und 72 Physis. 4-Star Skills, 4-Star Weakfoot, High-Low-Arbeitsraten, also ein richtig schöner Stürmer, mit der immer vorne chillt. Auch die Laufwege machen kann, der ist schnell genug, der hat eine gute Physis, der hat ein geiles Dribbling mit 4-Star Skills dann auch. Und den 4-Star Weakfoot ist halt einfach mega nice, hat gute Werte. Der Passwert geht auch voll klar und der Schusswert auch. Ich finde, das ist ein nicer Stürmer. Im linken Sturm haben wir dann, wie gesagt, ebenfalls einen, den ich so spontan entdeckt habe. Und das ist der gute Herr Hurtado mit 91 Tempo, 79 Dribbling, 74 Schuss, 70 Passen und 71 Physis, Leute.
sind das extrem ausgeglichene Stats, hat ebenfalls High-Low Work Rates, leider keine Forster Skills, trotzdem 4 Sterne Weak Foot, was auch voll in Ordnung ist. Und der ist einfach auch mega schnell, hat einen geilen Schuss, einen geilen Passwert, der geht auch voll klar, wie gesagt. Physisch ist voll nice für das Tempo auch. Und halt auch, weil es auch nur 1,71 groß ist. Ansonsten, auch das Dribbling ist voll nice und ich finde, das ist ein richtig geiler Sturm, ein richtig geiles Team, mir gefällt das mega gut. Bin mit der Formation jetzt letztes Jahr nicht so klar gekommen, aber viele haben die gemocht und deswegen habe ich die auch hier genommen. Sieht nach einem geilen Team aus, wie ich finde, was auch extrem nice sein wird, denke ich mal, und nicht teuer sein wird. So Leute, das letzte Team wird in der 4-3-3-Formation sein und da starten wir auch direkt mal wieder rein mit dem Keeper. Und da kann man im Prinzip auch wieder fast jeden Bundesliga-Keeper nehmen, der jetzt nicht unbedingt einen Strongling zu den beiden E-Force hat. Wie gesagt, wenn man auf NRW achten würde, starten wir rein oder will, so wie ich. Ulreich ist ein solider Keeper, kann man denke ich mal was nicht viel zu sagen, weil man weiß es von vornherein nicht, wie die performen werden. Die Werte sehen nice aus, wie ich finde, ist zwar eine Non-Rare-Card, aber sieht trotzdem dafür mega stark aus, ist mit 1,92 extrem groß. Was auf jeden Fall nice ist. Als Linksverteidiger haben wir dann den guten Rafael Guerrero, der zum Glück eine Linksverteidigerkarte bekommen hat bei meinem Lieblingsverein Borussia Dortmund. Und der hat einfach auch sicke Stats für einen Linksverteidiger. Der ist ein extremer Allrounder, hat leider keine so gute Physis, das ist das einzige Manko. 59 dann nur, aber ich denke, damit kann man leben, weil der hat ansonsten sehr gute Offensiv- und auch Defensivqualitäten hat, kann gut verteidigen, richtig geilen Passwert am Start. Das Tempo geht klar mit 75. 74 Schuss sind auch voll nice. Forster Skills hat er mit 84 Dribbling außerdem. High-Medium Work Rates. Ein richtig geiler Außenverteidiger, der auch viel nach vorne machen kann. Und das sind auf jeden Fall nice Sets für ihn. Daneben haben wir ebenfalls einen richtig nice Verteidiger von Borussia Dortmund. Und das ist der gute Manuel Akanji, der einfach mal 80 Tempo bekommen hat. 70 Dribbling, 78 Def, 77 Füße und sogar 65 Passspiel. Der hat ein wirklich nice Passspiel für den IV. Hat man vielleicht auch über mehr nachdenken können. Also er ist letztes Jahr echt nice Pässe als IV oder als Linksverteidiger, der auch zwischendurch mal gespielt, rausgehauen. Aber ich denke, das reicht fürs Erste. Ich hatte ihn ja selber eh nur auf eine 76 predicted und ja, das sind auf jeden Fall extrem geile Stats, der ist auch schön groß mit 1,87, schnell mit 80 Tempo, wie gesagt, ist ein geiler IV, den Strongling werde ich denke mal auch in irgendeinem meiner Starterteams benutzen, weil die einfach beide mega nice aussehen. Als rechten IV hätte man im Prinzip fast jeden nehmen können, im Prinzip die beiden, die wir im letzten Team schon hatten, also entweder Mukiele oder Upamecano. Ich habe jetzt hier Pavard genommen, da weiß ich halt nicht, ob der so billig sein wird, der ist halt sehr beliebt, wird geile Werte haben mit 71 Tempo, 71 Dribbling, 81 Defending, 71 Passen und 75 Physis, 1,86 groß, Medium Work Rates, genauso wie Akanji übrigens. Wird ein kranker IV sein. Wenn er zu teuer wird, kann man da wie gesagt Upamecano oder Mukiele hinstellen, das macht keinen Unterschied. Muss man halt gucken, könnte sein, dass er ein bisschen teuer wird. Kann ich mir aber aufgrund des Ratings nicht so unbedingt vorstellen eigentlich. Aber man wird sehen, kann man vorher mal schlecht einschätzen. Wie gesagt, da gibt es aber auch genug Alternativen. Als Rechtsverteidiger haben wir denn den guten Herrn Saar, der bei Olympique Marseille spielt und auch 3 Sterne Skills, 3 Sterne Recode hat. High Medium Work Rates, genauso wie der gute Herr Guerrero. Auch extrem nice Werte, ein richtig guter Allrounder wieder mal, der auch schießen kann und eine gute Physis hat. Also 83 Tempo, 77 Dribbling, 66 Schuss, 74 Defending, 70 Passen und 72 Physis sind extrem geile Werte für einen Rechtsverteidiger. Der wird nicht teuer sein, weil er low-rated ist. Die Ligue 1 ist jetzt nicht so beliebt am Anfang oder an sich nicht so beliebt unbedingt. Hat aber geile Werte als Rechtsverteidiger, wird rare sein und ich denke eine richtig nice Karte. Als linken ZM haben wir dann den guten Herr Awa, der glaube ich auch im letzten Jahr eine richtig nice Team of the Season Karte hatte. Seine Standardkarte in FIFA 19 sieht auch extrem nice aus mit 79 Tempo, 80 Dribbling, 67 Schuss, 63 Defending, 78 Passen und 67 Physis. Ist das ein richtig guter Allrounder für ZM, hat außerdem Forster Skills, Forster Weakwood am Start, High Medium Work Rates. Ist von daher ein richtig nicer Achter, der gut arbeiten kann, nach vorne und nach hinten eigentlich. Und auch wie gesagt mit Forster Skills einiges im Mittelfeld anstellen kann. Der rechte, der zentrale ZM wird der gute Herr Dombele ebenfalls von Olympique Lyon sein. Der mit 80 Tempo, 83 Dribbling, 66 Schuss, 70 Def, 75 Passen und 77 Physis. Nochmal ein kleines Upgrade in dem Sinne zu dem guten Herrn Auer ist, also der fast die gleiche Spielertyp, nur ein bisschen besser, wenn man so will. Hat ebenfalls Forster Skills und 3 Sterne Weakfoot. Das ganze ZM hat übrigens Forster Skills. 1,81 groß, High Work Rates, ist nach vorne und nach hinten ein Arbeitstier.
ist auch schön einigermaßen groß, hat eine gute Physis, um dann im Mittelfeld die Zweikämpfe auch gewinnen zu können in der Zentrale, und auch Kopfballduelle kann er, denke ich mal, ganz gut gewinnen. Ist ein geiler Spieler für ZM, wird vielleicht auch nicht so teuer, sind beide halt relativ low-rated. Von daher, denke ich mal, würde das ja vom Preis her auch ganz gut passen. Als rechten ZM haben wir, wie gesagt, ebenfalls einen weiteren Forster-Skiller, und das ist der gute, ich glaube, Thiago heißt er mit Vorname, Mendes von LOSC Lille. 78 Tempo, 76 Dribbling, 70 Schuss, 71 Def, 73 Passen und 72 Physis. Ist auch wieder ein extremer Allrounder mit allen Werten über 70, High-Medium Workweights. Wie schon erwähnt, Forster Skills, 3 Sterne Weakfoot, 1,76 nur groß, aber ich denke, das reicht trotzdem für einen äußeren ZM. Der kann auch wieder alles nach vorne und nach hinten, kann er sehr gut arbeiten. Ich denke, das ist auch ein richtig nice ZM, alle Forster Skills, alle Allrounder. Der eine kann nur sogar noch am meisten mit nach hinten arbeiten, der in der Zentrale ist, und von daher ist das, denke ich mal, da extrem nice. Als rechten Flügel haben wir dann einen kleinen 5-Star-Skiller, und das ist der gute Herr Neres, der ja bei Ajax Amsterdam spielt. Mit 88 Tempo, 84 Dribbling, 72 Schuss, 70 Passen, 63 Physis, 5-Star-Skills, 3 Sterne Weakfoot, High-Medium Workrates. Ist das eine richtig geile Flügelspielerkarte, der, denke ich mal, am Anfang nicht allzu teuer sein wird, weil er in der Eredivisie spielt und es da nicht so viele geile Spieler gibt, einfach außer Lozano und ihm unter anderem und dann vielleicht noch ein paar andere, aber die beiden sind schon das Nonplusultra, wenn man so will. Beide auf dem rechten Flügel unterwegs, und da werden die meisten wahrscheinlich eher Lozano nehmen und den irgendwie einbauen. Neres, aber mit den 5-Star-Skills, finde ich nochmal genauso gut mindestens fast. Der, gut, Lozano ist ein bisschen schneller und hat ein paar bessere Werte noch, aber ich finde, Neres steht ihm nicht in so viel nach. Und der hat auch, wie gesagt, durch die 5-Star-Skills nochmal ein Attribut, was Lozano eben nicht hat. Und der wird nicht so teuer sein, wie ich denke. Im Sturm haben wir dann einen ehemaligen, ja, Topspieler in Europa, der es ja dann irgendwie doch nicht mehr so in Europa geschafft hat, jetzt in China unterwegs ist, und das ist der gute Alexander Pato, der 1,80 groß ist, High-Low-Arbeitsraten hat, Forster Skills, 3 Sterne Weakfoot, 85 Tempo, 80 Dribbling, 77 Schuss, 68 Passen und 69 Physis. Das sind auch wieder extrem gute Werte für einen Stürmer, ich denke, das sollte man so anerkennen können. Ist angenehm groß, hat ein geiles Tempo, solide Physis, ein geiles Dribbling, geilen Schusswert, Passen geht auch klar. Ist einfach ein nicer Stürmer, der durch die Liga am Anfang jetzt nicht so teuer sein wird. Klar, die chinesische Liga ist, denke ich mal, am Anfang trotzdem irgendwie noch beliebt, weil da viele alte Spieler spielen, die man lange nicht mehr benutzen konnte. Aber die haben hauptsächlich in der Offensive gute Spieler, und da jetzt auch nicht allzu viele. Klar, einige gibt es schon, aber jetzt auch nicht so viele. Und deswegen wird er, denke ich mal, auch nicht allzu teuer sein. Auf dem rechten Flügel haben wir dann so ein bisschen die Chemiehure, die aber trotzdem noch gute Werte hat, wie ich finde. Und das für ein Anfangsteam, das darf man immer nicht vergessen, geht das immer noch klar. Und das ist der gute Herr Carvalho. 80 Tempo, 79 Dribbling, 74 Schuss, 66 Passen und 70 Physis. Ansonsten 3 Stunden Skills, 3 Stunden in der Weakfoot leider nur. Medium Workrates, ist 1,84 groß. Und ja, ich denke, das sind solide Sets für einen Flügelspieler, kann man auf jeden Fall machen. Man könnte, na gut, dafür ist der Schuss jetzt nicht so geil und der Passwert jetzt auch, na gut. Man könnte fast in-game dann Carvalho und Pato tauschen, wenn man so will, weil Carvalho ist halt nochmal ein Tick größer, Pato nochmal ein Tick schneller und so für den Flügel. Auch mit Forster Skills auf dem Flügel ist das nochmal nicer. Könnte man dann auf jeden Fall machen, denke ich mal. Kann man aber, denke ich mal, auch nicht so machen, wie dem auch sei. Ich finde, das ist auch ein richtig nices Team. Wie gesagt, das Mittelfeld, der rechte Flügel und auch die Abwehr sind einfach mega geil. Und ich finde auch den Stürmer und den linken Flügel, den kann man auf jeden Fall mal am Anfang benutzen. Ist ein nices Team. Ich finde die Teams an sich alle richtig nice. Sind alle NRW, alle kreativ, wie ich finde. Und es ist auf jeden Fall besser als irgend so ein langweiliges One-Ligen-Team. Ja. Wie dem auch sei, Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann lasst ein Like und einen Kommentar da. Ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Bis dann, haut rein und ciao.